Nein! Was? Ach, der Mörser von denen, der macht mir alle Leute kaputt hier. Ah, das ist egal. Aber dafür hat der jetzt gerade richtig gut getroffen hier. Geil. Flup, flup. Weißt du, was ich immer noch bescheiden finde? Hm, was denn? Dass man wieder bei COH1 und bei COH2 die Truppen in befreundete Bunker reinstecken kann. Naja, das ist echt blöd. Was ist denn? So, jetzt schön im Synchron, wunderbar. Ah, nur minimaler Schaden. Salve aufziehen. So, wunderbar. Jawohl, wird gemacht. Flammenwerfer. Das mal reparieren. Die Brücke muss kaputt. Welche? Und dann stürmen wir die Insel schnell. Ich habe noch keine Dingspanzer. Ich habe zwei da stehen. Die reichen. Pioniere hier. Mal gucken, ob ich so weit komme mit den Nebelwerfern. Ja, kommst du? Ja. Ach so, machst du schon? Ja, aber ich weiß nicht, ob einer auskommt. Jo. Jetzt habe ich da auch noch mal hingerotzt, Panzer 4 oder Panther? Ein bisschen stürmen ist der Panzer 4 besser. War mal ein Panzer 4. Oh, ich kann ja sogar zwei. Oh, geil. So. Ach, da fällt mir ein, wir könnten auch mal langsam wieder die Position hier einnehmen. Ja, wird jetzt jeder von uns oder. Ja, ich wollte. Ja. Die ganze Zeit übersehen. Das ist schon traurig. So von wegen 900 Spielstunden und mehr. Ja, genau. So, ich glaube aber, die Mörserstellung ist hier weg. Ja. Die hat auch schon längst wieder gefeiert. Ich rotze da trotzdem nochmal rein. Um zu gucken, was da ist. Ach du meine Güte! Ja, Standard. Aber nichts, was mich jetzt irgendwie schocken würde. Nö, dann nicht. Noch nicht zu Ende bauen. Warte kurz. Was? Die Brücken noch nicht zu Ende bauen. Okay. Ich muss noch kurz warten. Was? Jetzt bauen die da schon wieder eine Mörser. Ne, Fickers, MDG-Stellung bauen die da hin. Ich versteh's nicht.
Gebiet wird in Flammen gehüllt sein. Oh, ob das reicht? Nee, doch nicht. Achtung! Oh, die bauen auf! In der Mitte. Wo? Oh. Ja, wir stellen Goliath hin. Ich kann erst in 10 Sekunden wieder. So. Pioniere, ihr seid nicht nur noch Grillfleisch. Du sagst Bescheid, wenn ich weiter aufbauen soll, ne? Ja, mach ich. Warum feuerst du da immer auf die Brücke? Nee, ich feuer an die Brücke. Kann sein, dass da Einheiten sind, die sich zurückziehen wollen. Ach so. So, Brücke ist aufgebaut. Ah, guck mal. Ah ja. Da ist der Captain von denen, der die ganze Zeit die Artillerie über Dinger macht. Ja. Hier ist so eine Mörserstellung. Mach die mal fertig. Scharfschütze. So, mein Panther ist auch da. Oh, das... Nein! Scheiße, ich hab Propagandakrieg gemacht. Ich wollte eigentlich Feuersturm machen. So. So. Für die ist der Krieg vorbei, ja. Ja, schon. So, ich habe meine V1, falls du sie brauchst. Aber guck mal, die können wir einnehmen. Guck mal, die können wir einnehmen. Ja, ja. Ach, war das so eine Artilleriestellung? Ich glaube, das war mal einig. Jetzt ist das keine mehr. Blöde Mörserstellung da. So, hier ist alles ruhig. Alter Schwede. Jo, ich komme da sogar hin. Cool.
Du bist jetzt aber auch schon etwas älter, ne? Ja, ich gehe auf die 30. Ah, ich werde dieses Jahr schon 34. Herzlichen Glückwunsch oder Beileid. Ja. Was? Ach, hast du auch Dings genommen? Schrecken? Ah, du auch. Jo. Wo werdet ihr denn getroffen? Ach so, die Mörserstellung ist wieder besetzt. Na, ganz toll. Oh, scheiß Scharfschütze. Oh oh. Komm noch ein Stückchen. Oh, das war ein Fall. Hast du einen Scharfschützen? Nee. Dann brauche ich keinen. Ja, wir denken mal ganz vorne hinstellen an der Brücke und dann können wir rüber snipen, um zu gucken, was da ist. Mhm. Machst du auch schon öfter mal PvP oder nur gegen KI? Ach, ich habe jede Menge PvP gemacht. Hm? Ich habe jede Menge PvP gemacht. Okay. Dann immer nur 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Weil ich bin kein 1 gegen 1 Spieler, muss ich zugeben. Ich habe jetzt in meiner ganzen Company of Heroes Reihe, habe ich jetzt ein einziges Mal ein PvP gemacht. Okay. Anders war es bei Generals. Ja, ich hab mir das einfach angewöhnt, keine Ahnung, von StarCraft her. Mhm. Weil jetzt hier zum Beispiel brauchst du keine Minen legen oder Minen aufsuchen, das hast du im normalen Spiel nicht. Ja, das stimmt. Yo. Da tümmelt sich einiges. Ich könnte einfach mal meine Einheiten produzieren. Upgraden. So kann ich produzieren. Braucht jemand Feuer? Kannst du das hier zu Baracken umrüsten? Ja. Mach mal bitte, dann kann ich nämlich wenigstens meinen Pionier hier auch wieder voll machen. Dann bräuchte ich nicht extra wieder zur Basis zurückschicken. Ja, ist ja. Danke. So, als nächstes die Brücke. Und dann machen wir uns für den Sturm fertig. Ja. So, mal gucken, was wir sehen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, aber sehen Sie selbst. Ja, schau. Die Drecksäcke, da wollten die gerade wieder aufbauen, ja, aber nicht mit mir. Veteranenstatus. Lass mal die Truppen jetzt hier auf der Insel sammeln.
Nein, ich lasse meine Nebelwerfer besser nochmal auf unserer Hauptbase. Auf unserer Seite, meine ich. Ja, das kannst du nicht machen. Schade, dass wir jetzt nicht den Aufklärungsflug von den Airborne Rangern haben. Ja. Den kann man aber auch nur spielen, wenn man gegen KI spielt. Weil im Player vs. Player ist die Airborne für den Arsch. Ich nehme die sowieso total ungerne. Weil die haben ja nichts Großartiges. Nee. Nicht mit mir, meine Freunde, nicht mit mir. So. Wir schicken als erstes die Infanterie rein, die nichts kostet, hier diese scheiß Volksgrenadierung mit dem Panzer. Ah. Oh. Hast du da noch deinen Goliath stehen? Ich habe noch einen hier stehen, ja. Weil ich glaube, den bräuchten wir nämlich gleich. Nein, überhaupt nicht. Ich stelle ihn mal hier. Ach, ich kann ja langsam meinen. Verlassen Sie sich auf uns. Erstmal die Brücke kaputt machen. Mein können wir ja mal gucken, wo wir deine ersten V1 hinsetzen können. Ja, dafür brauche ich aber freies Schussfeld, ne? Das geht nicht so wie mit den Nebelwerfern. Ja, alles gut. Ah, fast. Eine Säule. Ich fange schon mal aufzubauen. Komm ich bis dahin? Ach, da ist jetzt doch kaputt. Ist kaputt wieder? Ja. Vorsicht, wurde ich hier noch manipuliert. Ich baue hier lieber noch mal ein paar Bunker hin. Vertraut ist ja gut, Kontrolle ist besser. Ja, wie gesagt, ich war manipuliert. Hast du denn da noch welchen? Ja, der kommt. Ist auf dem Weg. So, Sturmpuppe ist fertig. Wir müssen einen Bunker errichten. So, wunderbar. Ach, hier hinten ist alles ruhig. Ja, los geht's. Na dann, let's go! Da haben die eine 17-Fünder hingesetzt, die Drecksäcke! Vorsicht, hier kommt noch mal Nebelwerfer hin. Na, da. Na bitte. Oh, Mine. Oh. Jawohl!
Ach, ich kann meinen Königssieger holen. Königssieger auf dem Schlachtfeld. Ah, da ist der Fickers. Tja, selbst der Fickers kann gegen einen Flammenpanzer nichts anrichten. Ja. So, das Spiel ist mal bei Company of Heroes 2. Da zerlegt sich jedes Element, egal welches. Ja, leider. So, du weiter vorrücken. Da ist mein Tiger. Ich will ja nur mal gucken, was hier so ist. Ich würde mal sagen, wir hauen. Hier geht erstmal die V1 rein. Sektor. Und trifft es? Oh, das wird mir auch. Und? Und? Na, wo bleibt sie? Ich liebe die V1. Besten. Ach, die bauen auf. Ja, na, wo sind meine... Da, Pioniere, danke. Lass doch mal meinen Panther in Ruhe, der hat euch gar nichts getan. Oh, war das jetzt ein doppelter Feuersturm? Nee, das war Nebelwerfer. Ah. Geht doch kaputt. Nee, ich wollte das haben. Warum schießt der Scharfschütze? Ah, die Brücke ist ja aufgebaut. Oh, was hat der denn? Alles nur noch Gerippe. So was nenne ich doch mal nice. Viel hat er nicht. Er wird noch einiges an Infanterie stehen haben. Aber 100 pro. So. Komm mal an. Danke. Also gegen menschliche Spieler kann man so nicht spielen. Nee, bestimmt nicht. Wo hat der denn noch viel? Ich rotze einfach mal da rein. Mal gucken, was da so ist. Ah ja. Nicht viel. Nichts, was mir jetzt irgendwie Sorgen macht. Nö.
Mit ein bisschen Glück kommen die ersten Teile sogar heute Abend schon online. Oh, schön. Ja. Ja, ich meine, der Betrieb. Was? Ich habe Spätschicht, von daher. Ah, ich meine, mit einer 155-Bit-Leitung. Ja. So, jetzt hier müsste erstmal Sektor Adler Reh rein. Nein, bloß nicht! Das wäre mies. Das wäre lustig. Ah, ich kann schuffeln? Alle drei? Jo, alle drei. Ach, du baust ja schon auf. Ja, na klar. Beenden wir das Drama. Also normalerweise rücke ich ja immer hier rüber, vor über diese Brücke hier. Ja, aber wir haben so viel Feuerpower da vorne stehen. Wenn alles schief geht, dann läuft man jetzt. Ja. Bevor wir rübergehen, muss ich aber noch mal kurz den Panther reparieren. Weil den hat's gut erwischt. Achtung! Sag doch was. So, normalerweise kriegt der PC doch mal alleine. Oh, das kann wehtun. Was denn? Er kommt. Vorsicht. Ja, ich denke, er wird jetzt kommen. So, ich bin ready. Oha. Weiter durch, lockst dich da auf der Brücke. Ja, das hasse ich ja hier an der KI auch, ne? Die bleiben ja mitten mit ihren Panzergeschützen auf der Brücke stehen. Wenn du willst, kann man da um 45 muss ich dann endgültig auf Runde. 20 nach 12 bin ich wieder drin. Von mir aus können wir dann noch gerne Runde zocken. Ja. Bewegt euch! So. Schade, dass man den Königstiger nicht befördern kann. Aber meine V1 ist wieder da und die geht erstmal hier baden.
Was sagst du? Die haben eine Priest geholt. Ja, so, das ist ja normal, oder? Ja. Er schießt einfach in so eine Stelle. Shit. Und nochmal ein Feuersturm. Na komm. So. Warum beschießt du? Bist du gleich tot? Du bist gleich tot? Ja, du schießt. Vorsicht, hier geht ein Feuersturm rein. Habe ich jetzt markiert? Da. Nicht mein Königstiger. Nein, die sollten wir doch jetzt gewonnen haben, oder nicht? Ja, ich. Guck mal hier. Priest, das ist ein Priest. Wo haben die denn noch was? Naja, Kommando Kreis vorne. Du mal dahin. Du bleibst da stehen. Und. Ah, da ist es. Wunderbar. Ach, geht doch. Ja, meine lieben Freunde, das war so ein kleines Spiel. Das war ein, ich komme mal wieder rein ins COH, ein Spiel vom Düsseldorfer. Richtig, genau. Gut, ich würde mal sagen, eventuell machen wir nachher noch eins. Du wurdest aus dem Spiel geworfen. Ja, ich merke schon. 53 Minuten. Ja. Richtig, 53 Minuten, 53 Sekunden. Ja. Passt ja. Nun gut, also in dem Sinne noch einen schönen Abend und man sieht sich. Haltet die Ohren steif. Tschüss.